Hallo, heute geht es um die Reparatur meines Labornetzteils von Wandel und Goltermann, dem NE171. Dieses Gerät ist schon über 10 Jahre in meinem Besitz und in der letzten Woche habe ich eine Fehlbedienung gemacht, die zum Glück keine ernsthaften Konsequenzen hatte, wie zuerst befürchtet. Und bei der Wartung habe ich aber trotzdem eine etwas merkwürdige Konstellation festgestellt, die wahrscheinlich von meinem Vorbesitzer stammt. Ich kann es nicht nachvollziehen, wie der Fehler gekommen ist, aber that's Entertainment. Auf jeden Fall ist es korrigiert und das letzte funktioniert nochmal. Ich habe weitergehend im nächsten Abschnitt noch einen Hinweis gemacht über mein anderes Labornetzteil, das ich gerade renoviere, also ein Facelift mache. Und ich kündige an, dass im nächsten Video dieses Netzteil wieder detailliert vorgestellt wird. Allerdings habe ich heute Nacht das Konzept geändert und es wird wahrscheinlich nicht in der nächsten Woche vorgestellt, da noch größere Arbeiten am Gehäuse gemacht werden müssen. Ich mache ein komplettes Redesign und wie gesagt, ich denke, man ist vielleicht in 2, 3 Wochen, vielleicht in 4. Das komplette Paket dann online auf der Webseite ist und auch vorgestellt wird. Insofern viel Spaß beim heutigen Video und bis demnächst. Wieder hallo. Es ist der 14.04.2023, ein Freitag um 0:42 Uhr. Ich habe gerade vor knapp 2 Stunden ein Video angefangen. Ich werde jetzt 2 Videos gleichzeitig bearbeiten, aus praktischen Gründen. Und zwar im Video, das als nächstes gezeigt wird, geht es um mein Raketenabschussnetzteil. Dieses wird gefaceliftet, bekommt ein komplett neues Gehäuse und noch einige Features. Wie gesagt, das wird im nächsten Video dann erklärt, inklusive dem Aufbau und dem Schaltplan. Heute geht es aber um was anderes, nämlich um mein anderes Labornetzteil, die Netzeinheit NE171 von Wandel und Goltermann, vermutlich von 1961. Dieses Gerät ist auch schon länger in meinem Besitz und hat leider auch schon einige Probleme. Wobei das Hauptproblem wahrscheinlich dadurch entstanden ist, dass es von seinem aktuellen Besitzer etwas hart angefasst wurde. Und ja, versuchen wir das Problem zu lösen. Es ist leider hochkant, beziehungsweise, oh, das war vielleicht praktischer. Sieht zwar jetzt doof aus, aber ist in den modernen Breitbildbildschirmen etwas günstiger zu sehen. Das Labornetzteil hat 2 einstellbare Spannungen, nämlich eine positive Spannung von 0 bis 250 Volt plus nochmal 0 bis 50 Volt, also insgesamt 300 Volt, sowie eine negative Spannung von 0 bis minus 10 Volt oder mit gezogenem Knopf von 0 bis minus 100 Volt. Ich habe zweimal eine Fehlbedienung gemacht. Die erste ist auch live auf Kamera gewesen, nämlich wie ich den ersten Teil für meinen Nixie Multimeter von der polnischen Firma Amatronic aufgenommen habe, habe ich versehentlich beim Test statt Masse, also dieser Stecker, den Stecker für die negative Spannung benutzt. Es ist damals nichts passiert, weil ich halt nur ein anderes Voltmeter angeschlossen habe und somit der Strom, der geflossen ist, natürlich minimalst war. Vor ein paar Tagen habe ich es mit einer anderen Schaltung gemacht, denselben Fehler, allerdings da habe ich ein bisschen mehr Power produziert. Und es hat dezent geknistert im Netzteil. Das Netzteil funktioniert noch einwandfrei, aber ich gehe mal davon aus, dass irgendein Widerstand angekokelt ist. Das sollte mal nachgeschaut werden.
Als zweites Problem die Anzeige für den eingeschalteten B-Plus ist, wie gesagt, auch defekt. Das ist eine Glühbirne. Die müsste auch getauscht werden und da wir gerade aufschrauben, sollten auch die Röhren geprüft werden. Unter anderem die EL156 als Längsröhre, die EF804 Siegfried sowie die ECC82. Und die obligatorischen L-Kurs und was sonst noch anliegt bei der etwas längeren Lebensdauer des Gerätes, also Lebenszeit. Der Vorbesitzer war anscheinend die Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Ich habe leider keine genaue Information darüber, aber ich habe die kompletten Unterlagen, die auch auf der Webseite verlinkt sind, also in der Videobeschreibung. Dort gibt es auch Detailbilder vom Gerät. Mit einem Kunstleder-Tragegriff, der schon langsam zerbröselt. Kommt Fokus. Das ist die Buchse zum Parallelschalten oder Reinschalten von zwei Einheiten. Die Serviceunterlagen und das Handbuch ist wie gesagt in der Videobeschreibung verlinkt. Und schauen wir mal, was passiert während der Wartung von diesem Teil. Das andere Netzteil, wie gesagt, ist das nächste Video, das kommt. Insofern wird eventuell der nächste Wochenfreitag dann kein Video veröffentlicht, weil es müssen noch die neue Frontplatte gefräst werden und noch Teile bestellt werden. Ich weiß nicht, ob das zeitlich hinhaut. Also nicht wundern, wenn in der Woche drauf kein Video kommt, das kommt dann die Woche später. Dann aber mit was Nettem, weil es ist für das Netzteil einiges geplant. So, genug gelabert, um 0.49 Uhr. So, ich muss mich direkt schon mal korrigieren, es fängt schon mal gut an. Der Spannungsbereich ist natürlich von 50 bis 300 Volt. Die Stellung von 0 bis 50 gibt es natürlich schon als Zusatzspannung, aber die Grundspannung ist natürlich nur minimal 50 Volt. Dort kann ich beliebig dann die 50 Volt nochmal drauflegen, plus nochmal 250 Volt, macht insgesamt 300 Volt. Wie es auch so schön heißt, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. So, es ist Freitagmorgen 10.31 Uhr und wir beginnen mit der Demontage des Netzteils. Ich habe die relevanten Seiten aus dem Handbuch schon mal ausgedruckt, nämlich wie ich ans Gerät reinkomme, sowie den Schaltplan, als auch die Stückliste. Die obligatorischen Schraubendreher und das Gerät. Laut Dokumentation muss ich nur die äußeren vier Schrauben an der Frontplatte lösen, die Schraube am Boden und den Kurzschlussstecker an der Rückseite. Mit diesem Stecker kann man zwei Geräte entweder in Reihe schalten oder in Serie schalten.
Danach sollte es möglich sein, das Gerät selbst nach vorne rauszuziehen. Gut, dann würde ich sagen, nicht viel Gelabere, make it so. So, nach vorne rausziehen war einfacher geschrieben als getan. Das Gerät ist wohl in der Vergangenheit öfters mal ein bisschen härter aufgeditscht. Also das Gehäuse, also der Rahmen ist leicht verzogen. Es ist mit 3,5 Händen, hat es funktioniert beim Rausziehen, aber wie gesagt, man merkt es, das Alter. Jo, das ist jetzt das Gerät. Ich muss mich selbst mal noch ein bisschen orientieren, weil ich sehe jetzt das Gerät selber zum ersten Mal im nackten Zustand. Also ich kenne bis jetzt nur den Stückliste. Nehmen wir das hier, nämlich den Schaltplan. Das hier ist die komplette Stückliste. Und Seite 2. Wie gesagt, die Dokumentation ist in der Videobeschreibung verlinkt. So, schauen wir mal direkt rein. Das hier ist der Netztransformator, logischerweise. Elkos, die Buchsen. Wie gesagt, das Gerät bietet auch die Möglichkeit, einige Röhrenheizspannungen abzugeben. Laut Stückliste sind einige Präzisionswiderstände verbaut. Also Präzisionswiderstände im Sinne von 1%, was gerade griffbereit, nee, Entschuldigung, 0,5%. Was jetzt das Auswechseln natürlich ein bisschen schwieriger macht, weil das sind Werte, die jetzt nicht wirklich out of the box zu haben sind. Aber schauen wir mal weiter. Dann natürlich die obligatorischen Röhren, die ECC 82, zwei Stabi-Röhren, die EF 804 Salomo, danach sind die besagten Widerstände. Für die Drehschalter, also die Spannungswahlschalter. Das sieht nach besagter Drossel aus. Und da lacht mich schon die EL 156 an. Oh, das Netz ist schwer. Jo, 156. Das ist übrigens die Originalbauform im 10-poligen Stahlröhrensockel. Der China-Nachbau, die EL 156B, ist im Oktalsockel. Ja, gut, das ist eine Drossel. Transformator. Ach, Licht, 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 Licht. Sieht nach Teer aus. Oder irgendein Harz, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Transformator ist anscheinend in der Vergangenheit mal heiß geworden. Und
Sehe ich das hier richtig? Ja. Ein Bauteil ist abgerissen, wie es aussieht. Ob es jetzt beim Rausziehen abgerissen ist, kann ich nicht wirklich sagen. Es ist eigentlich im Gerät, also nicht außen am direkt an der Schleifkante, sondern halt im Gerät und ach, mein Nerv. Jetzt kommt Fokus nicht zur Potte. Gut, jetzt muss ich vielleicht die Kamera weglegen und mir das mal genauer angucken. Aber so auf den ersten Blick ist die Verarbeitung eigentlich relativ gut. Was ich nicht sagen kann, ist, ob das Gerät schon repariert wurde vom Vorbesitzer oder den Vorbesitzern oder modifiziert worden ist. Da habe ich leider keine Information drüber. Gut, wie gesagt, ich mache jetzt mal die Kamera weg und schaue mir das Ganze mal genauer an und melde mich gleich wieder zur ersten Analyse. Um das abgerissene Bauteil handelt es sich um einen 20 Kiloohm Widerstand, einen Lastwiderstand. Dieser funktioniert noch. Dank des allwissenden chinesischen Testers. So, im Schaltplan ist dieser Widerstand natürlich aufgeführt, allerdings an einer sehr unkritischen Stelle. Also der Widerstand selbst, das ist R19. Das ist dieser hier. 20 Kiloohm bei 10 Watt Belastung und 5% Toleranz. Im Schaltplan ist es dieser Widerstand. Und dieser Widerstand ist angeschlossen am Ausgang der Spannung, also direkt an der Buchse, sowie auf der anderen Buchse zum 0-Volt-Potenzial. Kurz die Erklärung der Schaltung. Das Netzteil verfügt über zwei 250 Volt Brückengleichrichter, die in Reihe geschaltet sind. Also diese zwei Wicklungen hier sind in Reihe, um auf die 500 Volt zu kommen für die Längsröhre. Weil die Längsröhre muss natürlich ihr Potenzial höher haben als die Steuerröhre, dass die Anode der Steuerröhre das Steuersignal für das Gitter, also G1 für die Längsröhre liefern kann. Diese Pentode muss aber natürlich aus Sicht der Längsröhren negativer sein. Um das zu erreichen, wird natürlich die Längsröhre auf ein relativ hohes Potenzial gelegt und die Pentode entsprechend tief gelegt, dass halt die Anode der Steuerpentode natürlich aus Sicht der EL 156 negativ ist und somit das Spiel funktioniert. Wie gesagt, dieser besagte Widerstand hat keine vitale Funktion. Würde jetzt mal ganz aus der
aus der Weste schießen, dass dieser als Entladewiderstand gedacht ist. Wieso dieser Widerstand abgerissen ist, weiß ich nicht wirklich. Also hier ist die ein bisschen. Man sieht den, man sieht es nicht, weil der Fokus ist gerade in der falschen Position ist. Wo bin ich? Wo bin ich nicht hier? Es sieht so aus, als ob der Widerstand sich abgelötet hat. Also es ist kein, entweder ich zeige oder ich mache meinen Finger hin. Also dieser Lötpunkt wäre der Widerstand befestigt und es sieht so aus, als ob sich der Widerstand thermisch, als ob sich der Widerstand, wie gesagt, thermisch so weit erhitzt hat, dass er sich abgelötet hat. Wobei er hat eigentlich keinen Grund, so heiß zu werden. Er ist mit 10 Watt spezifiziert und ist, wie gesagt, im Ausgang. Ja, gut. Lassen wir das mal so im Raum stehen, den werde ich nachher wieder anlöten. Ich versuche jetzt erstmal auch den anderen Widerstand zu finden, der das Britzel-Britzel-Geräusch erzeugt hat, das ich gehört habe vor ein paar Tagen. Auf jeden Fall, die Panne von vor ein paar Tagen hat das nicht ausgelöst, weil der Strom, der geflossen ist, war dafür zu gering. Gut, dann. Bis gleich. So, mir hat der Widerstand keine Ruhe gelassen. 20 Kiloohm. Maximal 300 Volt, das entspräche einem maximaler Strom von 15 Milliampere, der an diesen Widerstand fließt, was entspräche ungefähr von 4,5 Watt maximaler Verlustleistung des Widerstandes. Der Widerstand ist spezifiziert für 10 Watt und 4,5 Watt wäre nicht einmal die Hälfte, also ich bezweifle, dass der Widerstand so heiß wird, da er sich selbst ablötet. Ja, tatütata. Wie gesagt, ich kenne nicht die Vorgeschichte des Gerätes. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier auch wieder der Vorbesitzer so ein bisschen rumgewuschelt hat oder Blödsinn gemacht hat. Sonst kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich erklären. Gut, ich suche mal weiter, ob ich noch andere Sachen finde. So, ich habe keinen weiteren Fehler gefunden, also defekte, sichtlich defekte Bauteile. Wo das Britzelgeräusch herkam, kann ich jetzt nicht wirklich in Erfahrung bringen. Es kann sein, dass sich eine Stabilröhre gestört gefühlt hat. Röhren haben manchmal die Angewohnheit, komische Geräusche von sich zu geben. Aber das Netzteil hat danach noch funktioniert. Funktioniert auch jetzt immer noch. Insofern schließe ich jetzt mal einfach einen Defekt aus. Also einen harten Defekt. Ich mache jetzt mal weiter mit den Röhrentests.
Der Widerstand ist noch nicht angelötet, da kommen wir später zu. Ich muss mal gucken, dass die Röhren passen. Ich habe jetzt rausgezogen die EF184 Salomo und die ECC82 sowie die EL156, die mit einem Schutz gegen herausfallende Röhre, wie es beim Telefunkendatenblatt immer so schön heißt, gesichert war. Das ist eine Feder, die diesen Ring praktisch an den Kolbendom zieht und sowie die Röhre in der Fassung hält. Das sind die besagten Röhren, das ist die EL156. In der Originalbauform, wie gesagt, mit 10-poligen Stahlröhrensockel sowie die ECC82 von Valvo. Die Längsröhre ist von Telefunken und die EF804 ist ebenfalls von Telefunken. Ob die Röhrenbestückung original ist, Fragezeichen, weil die beiden Stabi-Röhren sind auch von Valvo. Die Stabi-Röhren, da kommt, lasse ich jetzt mal drin, weil für diese gibt es ein eigenes Testprozedere im Netzteil selbst. Wenn ich jetzt die Röhren getestet habe und den Widerstand angelötet habe, werde ich das mal austesten. Und dann schauen wir mal weiter. Gut, gehen wir jetzt mal zum fast allwissenden Neuberger und schauen wir die Röhren an. So, noch ein kleiner Einschub, nämlich hinter den Kulissen, so mache ich meine Röhrenbilder. Die Röhre wird von weißem Hintergrund gestellt, auf eine Fassung und entsprechend von allen relevanten Seiten fotografiert. Das ist das ganze Geheimnis. Das sind die Transformatoren aus dem besagten Netzteil, das ich, wie gesagt, also meinem alten Raketenabschussnetzteil. Die werden weiter verwurstelt. Und das ist der besagte Neuberger. Ist wieder alles in einem Raum und ja. Der ist noch eingesteckt auf die Testung der Gleichrichterröhren aus dem letzten Video. Und dann müssen wir die drei Röhren aus dem Netzteil testen. So, fangen wir an mit dem Röhrentest. Machen wir das Ganze als Schnelldurchlauf, weil ich weiß, dass Röhrentestungen nicht unbedingt zu den Lieblingsbeschäftigungen gehören. Wir fangen an mit der ECC83. Wie immer im normalen V-Modus. Ich habe Pin 4 und 5. Die eine Seite von der Heizung, Pin Nummer 9, die zweite für die 6,3 Volt Heizung. Kathode 1 ist Pin Nummer 8. Gitter Nummer 1 ist Pin Nummer 7. 7 auf 1. Nummer 6 ist die Anode 1. Dann brauche ich entsprechend Pin Nummer 1 ist die zweite Kathode. Pin Nummer 2 ist das zweite Steuergitter, also das zweite erste Steuergitter. Und Pin Nummer 3 ist die Kathode, die Anode 2. 3. So, wir brauchen noch eine negative Spannung.
sollte es gewesen sein. An Spannungen brauchen wir, Heizfaden funktioniert, wer hätte das gedacht, 6,3 Volt Heizung, Anode 250 Volt, und das Steuergitter oder die beiden Steuergitter sind auf 8,5 Volt. 5. Achso, Stifte stecken, ja. So, also gehen wir mal auf Anheizen. Also stimmt. Röhre soll haben, Spannungen stimmen beide. Kathode. Sollten bei dem richtigen Bereich. Soll haben 10,5 mA auf dem ersten System, hat 10 mA. Das zweite System hat nichts, das halte ich für ein Gerücht. Das liegt wohl daran, dass die Anode falsch gesteckt ist. Es muss natürlich auf Pin 1 sein. Und die Kathode ist nicht auf Pin 1, sondern die ist auf Pin 3. So. Jetzt sieht das andere System besser aus. Eine System 10,2. Das zweite System 10,6. 10,5 soll haben 10,5, damit ist die Röhre als sehr gut zu bewerten. So, machen wir weiter mit der EF804. So, dann schauen wir mal. Anode ist Pin Nummer 7. Das Bremsgitter ist Stift, also Pin Nummer 1. Und wird auf Kathodenpotenzial gelegt. Die Kathode ist Stift Nummer 3. Das Steuergitter ist Stift Nummer 9, G1, 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 9, 2 ist 8, brauchen wir auf der 1 die negative Spannung und auf der 8 die erste positive. Sollte es jetzt gewesen sein. Nein, es ist noch nicht alles gewesen, weil die Heizung war falsch. Jetzt stimmt sie. So, was brauchen wir für Spannungen? Das Steuergitter hat 2 Volt. Das zweite Gitter hat 140 Volt.
240 und die Anode hat 250. Sollte stimmen. So, die Spannungen stimmen alle. Testung. Röhre soll haben 3 mA und Realwert ist 3,3 mA. Werte stimmen alle. Also auch die Röhre ist als sehr gut getestet. Kathode ist korrekt. Vakuum ist auch sehr gut. Also, was will man mehr? So, zum Schluss jetzt die dicke Bertha, sprich die EL156. Das dürfte jetzt die interessante Röhre sein. So, wie immer bei Stahlröhren, Pin Nummer 1 und Pin Nummer 8 ist die Heizung. Gut. So, die Kathode ist auf Pin Nummer 6. Das erste Steuergitter ist auf Pin Nummer 5. Das zweite Steuergitter ist auf Pin Nummer 9. Das dritte Steuergitter, also das Bremsgitter, ist auch auf Kathodenpotenzial und es liegt auf röhrenintern auf der Kathode. Fehlt nur noch die Anode, das ist Pin Nummer 3. 1, 2, 3, alles vorbei. Und ich brauche, wie gesagt, die negative Spannung und eine positive Spannung. So. Wir bleiben bei 6,3 Volt Heizung. Das erste Steuergitter ist jetzt 16 Volt. Das zweite Gitter ist auf 350 Volt. Und die Anode ist auf 400. So, dann befeuern wir das Ganze mal, ob wir alles richtig gesteckt haben. Die Heizspannung ist erfahrungsgemäß jetzt ein bisschen eingebrochen, weil die EL156 natürlich mehr Strom zieht als die beiden anderen Röhren. Die anderen Spannungen sind korrekt. Gut, gehen wir durch den Kurzschlusstest.
Röhre soll liefern 75 mA und sie hat noch, stabilisiert sich auf 400 Volt die Anode, 350 Volt Gitter 2 und minus 16 ist Gitter 1. Er soll haben 75 und hat sich jetzt stabilisiert auf 57,34. Dann geht noch ein bisschen höher. So, nochmal die Spannung nachgeregelt. Wir haben 59,4. Ja. Um 59 mA. Es soll haben 75, insofern würde ich mal sagen, die Röhre ist noch im Gutbereich. Und damit passen die Röhren. Ist gut heiß geworden. Gut, lasse ich die Röhre erstmal ein bisschen abkühlen und dann bauen wir sie nochmal ein. So, ich setze jetzt die Röhren wieder ein. Man sieht auch die Präzisionsfassungen aus Keramik, die verbaut wurden. Mit den gezogenen Röhren sieht man auch ein bisschen mehr von der Elektronik, unter anderem die bekannten Leistungswiderstände von Rosenthal. Das hier sind die Federn für die Rausfallsicherung der EL156. Gut, machen wir mal weiter beim Zusammenbauen. So, die Röhren sind wieder eingesetzt. Jetzt kommt die Bastelstunde, nämlich das Anlöten des Widerstands. Und dann machen wir noch einen ersten Laufzeittest, wie sich das Gerät verhält. Tatütatütatütata. Ich habe jetzt nochmal explizit nachgemessen, also sprich die Leitung verfolgt. Fokus, das ist heute eine Katastrophe. Um sicher zu gehen, dass ich jetzt hier keinen Blödsinn mache, der Punkt hier ist, wie gesagt, definitiv die Masse. Und das andere Ende vom Widerstand ist hier und geht auf die Buchse, nämlich diese hier, die positive geregelte Spannung führt, und das deckt sich somit beim Schaltplan. Der 10NF Kondensator hier mit 1000 Volt Spannungsfestigkeit, der geht auf der einen Seite zur Erdung, das ist das Chassis, und auf der anderen Seite zur Masse. Wäre im Schaltplan dieser Kondensator. Hier ist die Masse, also die Erdung. Die ist auch auf Buchse. Hier entsprechend ausgeführt. Das ist die Signalmasse, das ist die Erdung.
Und das und der andere Punkt geht, wie gesagt, zum 0-Volt-Potenzial, also der Signalmasse. Weil das war gerade ein bisschen der Sicherheitscheck, welcher Kondensator ist jetzt wo. Der Anschlussdraht des Widerstandes war schon ziemlich stark korrodiert. Also der Draht ist nicht gestern abgerissen, sondern schon seit, ich will jetzt nicht lügen, aber wahrscheinlich seit Jahren. Wahrscheinlich schon bevor ich das Gerät gekauft habe. Also eine ziemlich dicke Oxidschicht drauf. Ich habe ziemlich drauf brennen müssen, um die wegzubekommen. Aber auf jeden Fall, der Widerstand ist wieder dort, wo er hingehört. Und jetzt testen wir das Ganze mal. So, die Stunde der Wahrheit. Das Gerät wird jetzt getestet. Ich muss diesen Test jetzt im offenen Zustand machen. Es ist bitte darauf zu achten, einen Trenntransformator zu benutzen, weil jetzt kann man sich ordentlich die Finger verbrennen. Das gilt grundsätzlich für Röhrengeräte, die im offenen Betrieb eingeschaltet werden. Das Konstrukt hier ist jetzt ein bisschen kompliziert, weil ich den Kurzschlussstecker benötige, um das Gerät zu testen für den Einzelbetrieb. Der ist jetzt etwas ungünstig montiert am Rückgehäuse. Man sieht es nicht gescheit. Es gibt ein Testprozedere, wenn die Röhren getauscht wurden. Nämlich die Grobspannungswahl auf 150 Volt einstellen und die Fernspannungswahl auf 0 Volt einstellen. Und dann sollte am Ausgang möglichst genau 150 Volt anliegen. Dies kann mit einem Regler auf der Hauptplatine etwas angepasst werden, um Toleranzen der Stabiröhren auszugleichen. Da ich die Stabiröhren aber nicht gewechselt habe, gehe ich mal davon aus, das sollte jetzt so funktionieren. Also, was steht geschrieben? Feinregler auf 0. Feinregler auf 0. Und die Grobregelung auf 150. Brauchen wir idealerweise ein Voltmeter. So, Spannung ist ein. Ja, was soll ich jetzt sagen? No risk, no fun. Das ist gut, verdammt nah dran an 150. Kann ich die Feinregelung, also ich habe jetzt 50 Volt draufgelegt. 50. Bin bei 202. Im kleinsten Modus 50 Volt, gibt er mir 60. Bei 100 Volt habe ich 100 Volt plus 50. Das kannst du durchdrehen, 152. 150 haben wir schon gehabt, 148, 200, 197, 250, 250,
Ja, plus die 50 macht 305,63. Das sieht doch schon mal gut aus. Testen wir das Ganze mal noch mit den negativen Spannungen. Ich bin jetzt im kleinen Bereich von 0 bis minus 10 Volt. Ja, minus 10,32 Volt. Und im gezogenen Modus müsste ich jetzt auf 100 Volt kommen, also minus 100 Volt. Minus 99,100,1. So. Es ist nicht ganz so stabil, aber es ist mit minus 102, 103 ist es noch im Rahmen. Und jo. Stelle fest, das Netzteil funktioniert so, wie es funktionieren soll. Das Einzige, was jetzt noch die Frage ist, was ich noch nicht kontrolliert habe, nämlich die Welligkeit. So, gehen wir hier auf den Wechselspannungsbereich. Und ich messe eine Welligkeit von 0,03. Ja. Bei Möhrenspannungen. Wechselspannungsanteil ist 0,04 Volt. Also, Entschuldigung. Das ist stabil. Da müsste man in den Elkos nichts rumfummeln. Die tun es noch ein paar Jahre. Und Gleichspannung sollte jetzt sein 250. Also mehr kann man nicht verlangen. Das Einzige, was jetzt noch zum Schluss offen ist, ist die Einschaltkontrolle. Ui. Das ist eine Glühbirne. Eine Glühbirne. Wieso haben sie da keine Klemmlampe geholt? Die hält ewig. Wenn ich jetzt anfange, Glühbirnen zu kaufen, kann ich mich auch direkt mit Röhren beschäftigen. Wer macht sowas? Gut. Da werde ich in mich gehen müssen, wie ich die passende Glühbirne herbekomme. Aber ansonsten stelle ich jetzt mal fest, dass das Gerät funktioniert, so wie es soll. Und ich baue das nochmal zusammen. Und freue mich auf einen anderen Punkt, nämlich ich bin noch rechtzeitig fertig geworden. Einen kleinen Nachtrag aus der Sonntagnacht um 2.42 Uhr. Es geht um die defekte Lampe für die Einschaltkontrolle. Besagte Lampe sieht übrigens so in der realen Welt aus. Ob es mit dem Zoom klappt. Man sieht die dezente Schwärzung des Glaskolbens, wie der Heizfaden durchgebrannt ist, der Glühfaden. Die besagte Stecklampe ist für 7 Volt spezifiziert. Im Schaltplan ist es diese Birne. Die ist parallel geschaltet mit einer der Buchsen für die Röhrenheizung. Also einer von diesen Buchsen für die 6,3 Volt Röhrenheizung.
wer eventuell eine Quelle hat, wo ich diese Stecklampen herbekommen könnte, wäre ich dankbar für eine Info. Meine Mailadresse ist in der Kanalbeschreibung, beziehungsweise wer eine Lampe noch besitzt und sie abgeben kann, das ist auch kein Thema, also meldet euch. Eine andere Möglichkeit wäre, die Lampe auszulöten, weil wenn man genau hinschaut, sieht man die Lötkontakte an der Seite, wo die Lampe angelötet ist. Es wäre somit möglich, das Lämpchen auszutauschen, wobei dann natürlich die Gefahr besteht, dass der Kunststoff verkokelt. Insofern würde ich es eigentlich bevorzugen, die Lampe komplett als Einheit auszutauschen. Ja, wie gesagt, wer eine Idee hat, nur zu. So, es ist alles nochmal montiert. Beim Zusammenschrauben ist auch wieder aufgefallen, dass das Gehäuse, also das Stahlblechgehäuse, sehr stark verzogen ist. Also die Verschraubungen haben damit viel Gefühl gepasst. Auch ist aufgefallen, dass die, ich bin mir nicht sicher, aber dass die Schrauben nicht original sind. Es sind zwar Edelstahl M3-Schrauben, aber M4, Entschuldigung, aber es gibt keine Unterlegscheiben und sie sehen irgendwie neuer aus. Also so ganz kann ich mich dem Gefühl nicht entwehren, dass sie nicht ganz original sind. Also dass das Gerät modifiziert wurde oder irgendjemand wieder rumgefummelt hat. Gut, sei es wie es ist. Wir machen mal den Test, ob es jetzt im zusammengebauten Zustand noch funktioniert. Also wie gesagt, flupp. Steht auf 250 Volt und geht hoch auf 250. Damit kann man schließend festhalten, das Gerät funktioniert wieder so wie es soll. Der einzigste kleine Punkt ist halt noch das Glühding. Da muss ich mal schauen, wo ich eine Steckglühbirne hierher bekomme. Eventuell gibt es auch schon, gäbe es oder es gibt es teilweise für Signallampen Ersatz Glühbirnen in Klammern, die eine Leuchtdiode enthalten, aber mit Glühbirnenfassungen, um einen Austausch machen zu können, ob es eventuell für diese Größe auch eine passende Leuchtdiode als Ersatz gibt oder irgendwo noch ein Original. Gut, aber es hindert nichts an der Funktion. Das Gerät funktioniert. Insofern, danke fürs Zuschauen, für das Interesse und wie gesagt, das nächste Video betrifft dann mein Raketenabschussnetzteil. Und dort kommt unter anderem noch ein Hochspannungsnetzteil hinzu. Und ich stelle nochmal fest, wir sind zeitig fertig geworden.